Willkommen zurück bei MyFunko Live. Heute geht es um das Thema Maut in Deutschland. Jeder kennt es, wenn man zum Beispiel ins Ausland fährt, dann muss man für die Straßennutzung zahlen. Und genau das versuchen die Leute jetzt hier auch in Deutschland einzuführen. Und darum geht's hier in diesem Video. Also bleibt dran, wenn es euch interessiert. Danke. Funko Live Infovideo. Die Maut in Deutschland wird etwas anders aussehen, als man sie vom Ausland her gewohnt ist. Für Fahrzeugalter mit einem deutschen Kennzeichen ändert sich erst einmal wenig. Außer es geht natürlich ums Geld. Es wird kein Aufkleber an der Windschutzscheibe benötigt, sondern jeder Fahrzeughalter zahlt automatisch mit der Kfz-Steuer die Maut mit. Genauer gehe ich auf die Kosten später ein. Ich versuche mit diesem Video folgende Fragen zu klären. Wer muss zukünftig Maut zahlen? Welche Straßen sind nun mautpflichtig bzw. bald? Und was wird die Maut kosten? Wie läuft die Abrechnung im Ausland ab bzw. für im Ausland zugelassene Fahrzeuge? Und wird sich die Maut rechnen? In welchen Fällen muss man keine Maut in Deutschland zahlen? Ist natürlich auch ganz wichtig. Und deswegen geht es jetzt auch gleich los mit dem Video. Zu diesem Thema wird auch noch ein Funko Live Talk folgen, also mein Meinungssammlungsformat. Wenn ihr da Interesse habt mitzumachen, könnt ihr natürlich jetzt schon eure Meinung halt einreichen. Unten in der Videobeschreibung gibt es ein paar Möglichkeiten und hier habe ich auch noch die Hotline eingeblendet. Also geht's jetzt weiter mit dem Erklärvideo. Und zwar, wer muss zukünftig Maut zahlen? Ganz objektiv betrachtet, jeder, der in Zukunft mautpflichtige Straßen im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland befahren möchte. Sowohl jeder Fahrzeughalter mit deutschen Kennzeichen, als auch die, die einfach nur fahren. Beziehungsweise halt Fahrzeughalter von im Ausland zugelassenen Fahrzeugen, beziehungsweise deren Fahrer. Ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall müssen die jetzt bald hier Maut zahlen. Aber auf welchen Straßen? In Deutschland wird es nicht so ablaufen, dass nur die Autobahnen mautpflichtig sind, so wie es in manchen anderen europäischen Ländern der Fall ist, sondern es wird auch für Bundesstraßen eine Maut erhoben. Und die ist quasi inkludiert. Also die gibt es nicht als extra Add-on oder was auch immer, sondern die ist einfach dabei. Und für Landstraßen bzw. Städte fällt grundsätzlich erstmal keine Maut an. Was es genau damit auf sich hat, dazu komme ich später nochmal. Auf jeden Fall, was wird die Maut kosten? Die Maut kostet bis zu 130 Euro mehr in der Kfz-Steuer. Und das ist natürlich ganz schön viel und das ist auch der Betrag, den man für Autos mit sehr hohem Schadstoffausstoß zahlen muss. Für sehr sparsame bzw. sehr saubere Autos, wie es immer formuliert wird, kann sich sogar ein Vorteil daraus ergeben, dass die Kfz-Steuer eben niedriger wird. Die Maut gibt es auch es ist zumindest geplant, dass sie auch bald für im Ausland zugelassene Fahrzeuge eben als eine Art Vignette kommt. Und da gibt es schon in der Taktung 10 Tages-, 2 Monats- und Jahresvignetten. Und die günstigste gibt es schon ab 2,50 Euro für eben ein Auto, was sehr sauber ist. Wie läuft die Abrechnung für im Ausland zugelassene Fahrzeuge ab? Man muss eben eine Art Vignette kaufen. Ob diese wirklich als Vignette dann da ist oder ob diese dann, wie man es eben gewohnt ist, als Vignette für die Windschutzscheibe abläuft, das wird sich noch zeigen, denn dafür gibt es meines Wissens nach noch keine konkreten Pläne. Wird sich die Maut rechnen? Das ist auch noch nicht so ganz geklärt, weil es ist einfach ein Konzept. Aber viele Politiker meinen ja, und normalerweise führen die auch nur Sachen ein, die ihnen auch Geld einbringen. Und das tun sie in dem Fall. Also ich würde mal schätzen, auf jeden Fall die Maut wird sich rechnen. Beziehungsweise Garantie gebe ich darauf natürlich nicht. In welchen Fällen muss ich denn keine Maut in Deutschland zahlen? Also normalerweise zahlt man die Maut immer. Und wenn man sie zurückerstattet haben möchte, dann muss man einen Beweis quasi vorlegen, dass man nicht auf einer Bundesstraße und nicht auf einer Autobahn gefahren ist. Das kann zum Beispiel ein Fahrtenbuch sein.
Man muss sich also komplett offenlegen und kann dann die Maut eben zurückbekommen. Aber ja, man muss sich eben komplett dafür offenlegen. Und naja, ich finde das irgendwie ein bisschen eigenartig, dass zunächst von jedem erstmal verlangt wird, dass er weiterhin auf Bundesstraßen und Autobahnen fährt. Auch wenn es manche zum Beispiel jetzt nicht machen. Zum Ende des Videos möchte ich noch sagen, dass es eben einen Funke Live Talk zum gleichen Thema geben wird. Im Teil 1 werde ich dann meine Meinung preisgeben und in Teil 2 seid ihr dann ihr gefragt. Ihr könnt jetzt schon eure Meinung einreichen über die Funke Live Hotline. Die blende ich hier nochmal ein. Das ist die +49 9382 288 299 33. Dann werdet ihr mit einem Art, also mit einem Anrufbeantworter verbunden und dann könnt ihr eure Meinung aufsprechen. Oder aber ihr sendet mir ein Video an youtube@funkolive.de. Dann könnt ihr auch eure Meinung einreichen. Ich freue mich auf zahlreiche Einsendungen und ich freue mich auch, dass ihr jetzt gerade dieses Video schaut und mich quasi mit eurem Klick unterstützt. Wenn euch das Thema interessiert, beziehungsweise wenn ihr jemanden kennt, den das Thema auch interessiert, dann könnt ihr das Video auch gerne weiterleiten. Das würde mich sehr freuen, denn meine Reichweite ist leider noch nicht allzu groß. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zusehen. Für weitere Videos von MyFunkoLive kannst du diesen Kanal kostenfrei abonnieren.